Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 15. März 2013. Mein Name ist Norbert Giso und heute bespreche ich die Konstellationen vom Freitag und vom Wochenende. Nächste Woche geht, sage ich mal, die Flucht der Planeten aus den Fischen in den Widder weiter. Es gibt also weiterhin eine Verschiebung der Energien. Am nächsten Mittwoch, also dem 20. März, ist Frühlingsanfang, da wechselt die Sonne in den Widder. Und an dem Freitag, nächsten Freitag, auch dann die Venus, auch in den Widder. Diese Verschiebung der Energien vom introvertierten, emotionalen Zeichen Fische in das aktive, nach außen drängende Zeichen Widder geht also weiter. Auch am Sonntag ist eine interessante Konstellation, weil am Sonntag Merkur wieder direktläufig sein wird. Nach einer Phase der Umorientierung ist es dann wieder besser möglich, nach vorne zu denken, konstruktiv Entscheidungen zu fällen, größere Kaufvorhaben zu realisieren, Entscheidungen zu fällen, Verträge zu unterzeichnen etc. Merkur muss aber dann erstmal wieder so ein bisschen in die Gänge kommen, was dann noch einige Tage dauern wird, bis er dann sozusagen wieder so richtig im Tritt ist. Der laufende Mond ist heute am Freitag und morgen am Samstag im Stier. Erst am Sonntagmorgen wird er in den Zwilling wechseln. Mond im Stier ist eigentlich eine sehr schöne, ruhige Stellung, wo wir die Dinge mit Bedacht erledigen können, wo wir uns der Natur widmen können, das Leben genießen, Dinge in Ruhe machen. Das ist also eigentlich eine schöne Verbindung von Sonne und Mond nach dem Neumond. Sonne und Venus hier noch im Wasserzeichen Fische, Mond im Erdzeichen Stier, das verbindet sich harmonisch. Das heißt, es sind eigentlich alle Voraussetzungen gegeben für ein harmonisches Wochenende, wenn es uns denn gelingt, uns auf die Kernbereiche auszurichten, bei denen wir uns wohlfühlen, bei denen wir ein gutes Gefühl haben. Sonntagmorgen dann der Wechsel in den Zwilling, kommt mehr Bewegung rein, der Wunsch nach mehr Austausch, nach mehr Kontakt, nach mehr Kommunikation. Da kann es auch zu einigen interessanten Begegnungen kommen. Ja, ich wünsche allen einen, wie bei uns hier im Norden im Moment, sehr sonnigen Freitag und ein gutes, schönes Wochenende. Und dann schauen wir mal, ob der Frühling sich nächste Woche mehr durchsetzen möchte. Bis dahin und tschüss.